Okay. Ich sah den Ork während unseres Sprungs zur Oberfläche. Das ist wohl das Ork-Schiff, das hier abgestürzt ist. Hat er überlebt? Wenn die Horde sich nicht selbst bekämpft, wird sie noch von ihm geführt. Genscan, da ist es. Adeptus das Kampfmesser gegen das Kettenschwert tauschen. Und jetzt haben wir das Kettenschwert freigeschaltet. Das MKX-1 Höllenzahn-Kettenschwert ist die Nahkampfwaffe der Wahl der unter den Space Marines. Es kombiniert die schreckliche Kraft mit großer Geschwindigkeit. Maus 2 zum Angreifen, F plus Maus 5 zum Lähmen. Eine vollständige Liste der Angriffe befindet sich im Kampfsteuerungsbildschirm. Es gibt nämlich viele verschiedene Kombos und so, die man ausführen kann. Und jetzt haben wir endlich das Geräusch der Waffe. Jetzt mit Sprint einmal den ersten zerlegt. Und jetzt wollen wir natürlich unser Kettenschwert nicht diese ganzen leckeren Orks hier vorenthalten. Okay, das war einfach. Betäuben und mit der E in zwei Hälften sägen. Das macht den Space Marine gleich wieder ein bisschen gesünder. Oh ja. So habe ich mir das vorgestellt. Eine Bolterpistole und das Kettenschwert. Schild baut sich langsam wieder auf. Wir haben ein bisschen Gesundheit eingebüßt. Können wir uns aber gleich wieder zurückholen. Wir wissen ja jetzt wie. Und immer schön nach Audiologs umgucken. Komm runter, wenn du nicht traust, der hässliche Ork. Dieses ist so eine mächtige Waffe. Natürlich ist unser Schuh noch mächtiger. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kann doch nicht sein, dass wir die da oben nicht treffen. Wir stecken ganz schön viel ein, aber das ist auf jeden Fall realistischer, als wenn man jetzt hier durchrusht und nicht nur von einer Kugel getroffen wird. Bam, weg mit dir. Sehr geil. Hier haben wir selber nichts. Wir nehmen mal den Bolter. Wofür haben wir das Ding mit? So. Das geht nämlich mit Abstand am besten. Links oder rechts? Ich glaube, rechts ist ein bisschen special-mäßig noch. Nein, das war der falsche Weg. Zielt auf den Squig. Na also, Bombenhunde wieder. Wir gehen mal auf die andere Seite. Ich habe immer Angst, ich übersehe irgendwelche Geheimnisse oder so. Deswegen immer alles absuchen. Genau das meinte ich. Denn hier haben wir Munition. Und das war's. Aber immerhin. Freie Munition auffrischen. Das ist doch was, was uns gefällt. Ich finde, das Kettenschwert sieht auch irgendwie cool aus. Maus 5. Was ist Maus 5? Das wüsste ich jetzt gerne. Na gut. Oder vielleicht ist F und Maus 5 das gleiche, habe ich jetzt gerade festgestellt. Das könnte natürlich gut sein. So. Bei denen haben wir jetzt gesehen, die müssen wir auf jeden Fall aus der Ferne ausschalten. Der ständige Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf ist ja auch immer sehr charakteristisch gewesen. Gerade auch für die Strategiespiele wie Dawn of War zum Beispiel. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr lange gespielt. Allerdings für den ersten Teil, den zweiten Teil nicht. Da bin ich durchaus... Das hört nie auf. Das ist die falsche Richtung. In diese Richtung müssen wir. Wir haben Granaten. Wie wir auch immer sie werfen können, weiß ich noch nicht. Wir sammeln hier mal Sachen ein. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine Deckung suchen. Oder wir rennen rein und zerlegen alles. So. Obwohl ich glaube, dass das auf Dauer echt eine dumme Lösung ist. Weil, wie ihr seht, fressen wir doch schon viel Schaden. Oh ja. Orkblut ist das Frühstück der Helden.
also immer mal wieder versuchen zu betäuben. So, einmal wegtackeln, das funktioniert auch ganz gut. Und hinrichten, denn unser Gesundheitsbalken geht gerade wieder ein bisschen zur Neige. Oh Gott, wir müssen uns in Deckung, wir müssen in Deckung. Oh Gott, wir sind sehr hart angeschlagen. Sobald sie unser Schild wieder... Sobald sie unser Schild aufbaut, können wir los. Ich weiß nicht, wie man sich ducken kann hier. Wahrscheinlich gar nicht. Aber unser Schild hat sich aufgebaut. Sobald die ersten Horden hier weg sind... Granate auf G, auf E, auf Q. Auf Q! Auf Q! Die hat echt schnell gezündet. Wir haben uns selbst mit der Granate in die Luft gesprengt. Der hat echt schnell gezündet, aber... Ah, la, schade, schade. So. Hier haben wir die Muni. Granaten. Und jetzt kommen wir hier. Vielleicht sollten wir nicht wie die Berserker einfach in die Reihen hier rennen, sondern uns auch hinter der Deckung hier bleiben. Sie ist ja nicht umsonst da und ich... Das ist auch so... Auch eins der Sachen, die ich so geil fand an den Strategiespielen. Ja, auch wenn man dieser Über-Space Marine war oder so einen mega harten Kampftrupp hatte, man musste trotzdem... Also man war nicht so ein Übermensch und konnte hier einfach in diese Gefilde reinlaufen und alles alleine niedermetzeln. Man muss immer ein bisschen strategisch an die Sache rangehen. Und wie wir sehen, verlieren wir hier kaum Leben. Genug Granaten haben wir an der Hand. Aber was wäre Space Marines, wenn wir hier... Oder wir schalten die Schützen da oben aus, um dann im Nahkampf zu glänzen. Vielleicht ist das auch der Schlüssel. Landungsschiff im Anflug! Ich habe nämlich Bock, ein paar Orks mit meinem Kettenschwert zu zersegeln. Bin ich ehrlich. Im Nahkampf kann uns ja sowieso keiner was. Okay, noch jemand? Ob hier jemand noch ein Problem hat, habe ich gefragt. Nein? Gut. Oh, der sieht dick aus. Der sieht aus, als hätte er Bock, den machen wir natürlich erstmal. Aus das 1, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht. Oh, nein, 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 nein. Oh. Ist er tot? Oh Gott, war das Space Marines, vielen Dank. Wir dachten, wir wären erledigt. Das dachten wir auch. Wo ist der Kommandant, Soldat? Drinnen, aber die Tür ist zu. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee, wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. Ja, geht doch. Space Marines. Oh, okay. So, wir gehen mal weiter. Können wir irgendwie speichern oder speichert der automatisch? Ich hoffe, er speichert automatisch. Meldung vom zweiten. Noch eine Horde Grün heute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gott hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauds Kehle gesteckt. So. So. Steht auf, Männer. Wir müssen kämpfen. Verstärken Sie die Stellung. Halten Sie die Linie. Und bleiben Sie am Leben. Ja, Leutnant. So, wer hat hier das Sagen? Na, hallo? Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? Zwei. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir.
Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Ja, das ist uns in der Tat schon aufgefallen. Aber da, wo es ein Problem gibt, da gibt es auch eine Lösung. Und zwar ist die Lösung natürlich Großreine machen. Großreine machen hört sich doch erstmal gut an. So, Munition hätte ich gerne nochmal eingesammelt. Was haben wir hier? Genscan abgeschlossen. Adeptus Astartes. Zugriff autorisiert. Sigillum Sanctum aufnehmen. Wildhalt freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt. Wildhalt freigeschaltet. Jedes Mal, wenn Sie einem Feind Schaden zufügen, steigt Ihre Wildheit. Sobald die Wildhartanzeige voll ist, können Sie mit T in den Wildheitsmodus wechseln. Im Wildheitsmodus werden all Ihre Nahkampfangriffe verstärkt und verursachen massiven Schaden und Sie gewinnen Gesundheit zurück. Der Wildheitsmodus endet, wenn die Wildhartanzeige leer ist. Ah, so ein... Was wissen Sie über die Titan? Ausrastermodus. Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus bei Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. So. Begeben Sie sich zur Front. Das werden wir tun. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, wir haben jetzt diesen Berserker-Modus. Ich meine auch, man kann später, dass die Waffen sich immer nach und nach auch upgraden. Mal sehen. Hier haben wir Artillerie. Geben Sie mir das Feldhandbuch. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Ach schön, immer diese Anspielung. So, was haben wir hier? Haben wir hier die Möglichkeit, uns aufzurüsten? Oder, nein, nur ein kleiner Bunker. Dann sprinten wir mal an die Front, denn unser Kettenschwert hat schon zu lange kein Blut mehr gekostet. Oha. Was auch immer das ist. In Reihe aufstellen und schießen. Wir könnten eigentlich gleich mal den Wildhaltmodus ausprobieren, aber dafür sind das halt noch zu wenig Gegner. Oh. Ich finde, man verliert hier ganz, ganz leicht die Übersicht. Der Wildheitsmodus ist unser Modus. Komm her! Ja, ist auf jeden Fall... Ich finde, in Kämpfen wird schnell unübersichtlich, dass man einfach nur noch draufknüppelt. Also sollten wir vielleicht öfter in den Nahkampf wechseln, in den Fernkampf wechseln. Interessant, diese Gräber. Und wenn hier noch mehr Knöpfe dazukommen, dann ist das Gamepad vielleicht doch besser, aber wir werden mal sehen. Wir stehen hier alle so vor dem Bunker. Gibt es hier was zu holen? Tatsächlich ein Audiolog? Nicht in die Krankenstation, Dominus. Was ist mit ihr? Sie hat ein Ohrgeschoss im Bein, Margos Cassia. Amputationen da hinten. Gut, ich bereite sie für das Implantat vor. Keine Implantate. Wir sind im Krieg. Einfach das Bein ab und schnell zunähen. Na super. Da bekommt ihr ein super Bild von denen. Aber... ja, die imperiale Garde war ja noch nie dafür bekannt. Eine große Mannskraft und wenig... ne? Ihr versteht schon. Für den Imperator eben. Da steht Name Muni. Schnell, schnell, schnell! Wir brauchen die verdammten Medipacks! So, ich denke mal, wir müssen hier lang. Wow, Freunde, wir können darüber alles reden. Papa ist da. Ja, Granate, nicht schon wieder. Ja. Könnte dann eventuell... Das Spiel hängt gerade.